Hallihallöchen, welcome back. Wir machen weiter mit dem Seeschocker, Seeschocker von Marukatsu, dem Hersteller aus Spanien. Auch diese Figur habe ich natürlich bekommen von Toys and Many More. Den Link zu seinen Shops, wo ihr die Figuren kaufen könnt, findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung. Ja, diese Seeschocker werden auch Schrecken der Meere oder Ozeanzapper genannt. Die hatten eigentlich nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt bisher beim zweiten Film von Drachenzähmen leicht gemacht, wo Higgs mit ohne Zahn übers Meer fliegt und diese gigantisch großen Drachen unter ihnen schwimmen. Mehr Details zu diesem fantastischen Drachen werde ich euch gleich noch im Anschluss erzählen. Okay, dann lasst uns das hier mal aufpacken. Und auch das ist wieder mehr als nur fantastischer Drache, was Marukatsu hier wieder ins Leben gerufen hat. Boah, Wahnsinn. Okay, aber als erstes mache ich auch wieder dieses Etikett hier weg. Mal gucken, ob ich es hier drüber kriege. Nein, wenn nicht, auch egal. Dann reiße ich das hier einfach auf. Mir ist es nicht so wichtig, dass die Fähnchen, die Schilder hier an dem Drachen dran sind. Das interessiert mich also relativ wenig. Ich behalte diese Schildchen alleine schon wegen der Artikelnummer hier, aber ich lasse die nicht an den Figuren dran. Das stört mich dann, wenn ich es in die Vitrine stelle. Okay, auch hier, ne, Marukatsu Logo, How to Train Your Dragon 2, Seeschocker mit der Nummer 13276014. DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Copyright 2014, DreamWorks Animation, LLC. Auch hier nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Achtung, hier steht es nochmal in Deutsch und 2 weiteren Sprachen. Ja, das zu diesem Fähnchen hier. Jetzt zu unserer Figur. Ich habe euch ja schon beim Video mit Kotz und Wirk gesagt, dass das für mich jetzt nicht unbedingt Spielzeugfiguren für Kinder sind, denn Marukatsu hat, wie ich finde, ein Problem und das sind diese Teilchen hier, diese anmontierten Geschichten, die meiner Meinung nach auch sehr leicht abbrechen können. Ihr seht es hier, ne? An diesen unteren Flossen, wenn ihr mich fragt, 2-3 Mal fest dran gezogen und ihr habt die Dinger in der Hand. Ist nicht so schlimm, ihr könnt es wieder ankleben, aber wie schon gesagt, es wird hier gewarnt vor verschluckbaren Kleinteilen und wenn die so leicht abgehen, dann ist die Gefahr natürlich auch da, dass es von Kleinkindern verschluckt werden kann. Ihr seht hier, die Unterseite von den Köpfen wurde hier ebenfalls anmontiert. Das ist echt eine Schwäche von Marukatsu, die ansonsten hier wirklich fantastische Figuren rausgebracht haben, auch zu dieser Serie hier. Und wie ihr seht, auch hier wurde das wieder alles von Hand bemalt, Leute. Gebt euch das mal, jeder einzelne Pinselfleck von Hand drauf gemalt, nichts gedruckt. Ich habe, wie schon gesagt, erst gedacht, es ist irgendwie Siebdruck oder so irgendwie was, aber nein, ist es nicht. Es ist wirklich einzeln draufgekleckst, der absolute Wahnsinn, echt. Ich meine, klar, für die professionellen Bemaler, die sowas hier machen, da geht es relativ schnell, aber trotzdem, es ist immer so ein kleines Fleckchen, muss getupft werden und dementsprechend lang steht halt auch so jemand an so einer Figur. Und das kostet alles Zeit und ich frage mich dann halt immer wieder, was bleibt da noch für den Hersteller übrig? Also schon absolut irre. Ja, dieser Drache ist natürlich nicht ganz so aufwendig gemacht wie Kotz und Wirk, aber trotzdem auch alleine schon wegen dieser Bemalung hier. Also echt spektakulär, kann man anders gar nicht sagen. Ja, im Grund haben wir hier so eine graue Farbe, ne? Also das ist das Material. Das Grundmaterial wurde hier in so einem grauen PVC, grauen Plastik gegossen und alles andere wurde hier aufgemalt. Die Unterseite, seht ihr ja, das ist so ein helles Blau, das denke ich mal, wurde per Airbrush draufgesprüht, ziemlich dünn, denn ihr seht hier schon ein bisschen Farbabrieb hier unten, aber alles halb so wild. Okay, na dann lasst uns mal anfangen vielleicht bei den Köpfen. Ihr seht ja schon, der Schrecken der Meere, der Seeschocker, hat 2 Köpfe, ähnlich wie Kotz und Wirk. Und er hat vorne solche schwertfischähnliche Ansätze an seinem Maul, an seiner Nase, wenn man so will. Die sind natürlich in Wirklichkeit im Film viel, viel dünner, viel, viel feiner. Die wirken hier eher ein bisschen wie, ja, lange
dicke Nasen, um es vielleicht so zu sagen, aber ist schon echt eine spektakuläre Figur. Und ich sage ja, ich wundere mich echt, dass Marokkazu das Ding hier in sein Programm aufgenommen hat. Ich meine, ich finde es klasse. Ich bin total begeistert. Aber es ist keine Hauptfigur. Er hatte, wie schon gesagt, nur den ganz, ganz kurzen Auftritt im zweiten Film. Und deshalb verwundert mich das schon. Und wenn Marokkazu sowas schon herausbringt, ja, vielleicht kommen da noch ganz, ganz andere Drachen von diesem Hersteller. Also ich weiß leider noch nichts, habe da noch keine Informationen drüber. Falls ihr was wisst, sagt's mir gerne oder schreibt's mir gerne in die Kommentare unten rein. Ich weiß noch nichts, muss mit dem Händler von Toys and Many More nochmal sprechen. Vielleicht hat er noch mehr Informationen über kommende Marokkazu-Figuren. Vielleicht war es das auch mit den ganzen Figuren, die ich euch jetzt hier vorstelle. Oder vielleicht kommen auch im Laufe des Jahres noch weitere Figuren zu Dragons raus. Also ich würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Okay, um auf diese Nasenspitzen zurückzukommen. Ihr seht schon, die wurden hier in einem Grün, in einem Türkis bemalt. Oder mintgrün könnte man auch sagen. Ich hoffe, dass es in der Kamera einigermaßen rauskommt. Die Augen wurden hier wieder gelb gemacht mit schwarzen Pupillen und leider wieder viel zu großen weißen Lichtpunkten. Ihr seht's ja, ne? Und durch so einen großen weißen Lichtpunkt wirkt ein Auge immer gleich schnell tot. Ja, also so lebendig man ein Auge mit so einem weißen Reflexpunkt auch machen kann, genauso tot kann es auch wirken, wenn man das zu groß macht, ne? Oder halt, ja, fantastisch, fantasymäßig, denn wir haben es ja hier mit einem tollen Fantasywesen zu tun. Ihr seht das Maul, ne? Man kann sogar ein bisschen durchgucken. Also die Maulunterhälfte, die wurde nur anmontiert. Man sieht es hier, hier seht ihr die Montage, das wurde nur angeklebt. Also das stört mich jetzt weniger hier, das könnte auch als schwarzer Strich interpretiert werden, der einfach zur Färbung gehört, finde ich halb so schlimm. Die Zähne wurden hier nur mehr oder weniger wellenförmig angedeutet, mehr ist es nicht. Dafür hat man die Unterseite dieser Spitze noch rot bemalt. Ja, ihr seht es vielleicht auch am rechten Kopf ansatzweise, man hat dieses Rot weitergezogen für den Maulbereich. Das finde ich absolut okay. Die Augen, wie schon gesagt, leider kein Höhepunkt. Ansonsten finden wir hier die graue Grundfarbe, in der dieser Drache hier gegossen wurde. Und hier fängt auch schon dieses Tupfenmuster an. In diesem schönen Blau mit diesem intensiven Grün abwechselnd getupft. Ihr seht es vielleicht auch, hier gehen die Tupfen in die rechte Richtung und hier die Tupfen in die linke Richtung. Auch in der Mitte hat man das wirklich sehr schön gelöst. Also tolles, bizarres Muster. Wie schon gesagt, Leute, ihr habt es hier mit Handarbeit zu tun. Das ist wirklich fantastisch gemacht, fantastisch umgesetzt. Sehr, sehr aufwendig. Und viel, viel Zeit, die Marokkazu hier in diese Figuren investiert hat. Cool. Ihr seht auch seine Flügelspitzen, die sind nicht spitz, sondern eher ein bisschen flach, leicht abgerundet. Und auch hier dieser Manta-rochenartige Flügel, sehr schön gewellt, nicht nur einfach glatt, sondern ihr findet auch hier eine leichte Struktur drin. Ansonsten hat man hier auf irgendein besonderes Hautmuster verzichtet. Man sieht hier auch noch ein bisschen die Gussnaht, aber das ist wirklich, also vergesst es, das ist nicht mal eigentlich erwähnenswert. Sehr schön finde ich, wie hier die Rückenstacheln, ja, auf der Mitte von seinem Rücken zusammenlaufen. Hier im Schweifansatz haben wir dann nur noch eine Reihe. Hier habt ihr den Schweif, der so hier ausläuft. Hier hat man nochmal mit Blau draufgesprüht. Mehr ist es nicht, aber ein schöner Abschluss, den man hier gemacht hat. Ja, auch hier seht ihr die Montagestelle zum Schweif hin, aber halb so wild, das ist auch relativ stabil. Aber wie schon gesagt, ich würde hier jetzt nicht allzu fest dran ziehen, denn ja, könnte relativ schnell abbrechen. Okay, die Unterseite, wie schon gesagt, in diesem hellblau besprüht, hellblau bemalt. Hier sehen wir auch nochmal den Stempel, Copyright 2014, DreamWorks LLC. Dieses LLC steht übrigens mehr oder weniger für eine GmbH und drunter Marokkazusp. Wundert euch nicht über dieses SP am Ende, das steht für Spanien, für Spain. Dann seht ihr, hier ist noch ein zweites, ja, kleineres Flügelpaar. Auch das wurde einfach nochmal hier mit einem Hellblau besprüht, beziehungsweise mit einem kräftigeren Blau. Das hat man hier auf der Rückseite genauso gemacht.
Und wie ihr seht, hat dieser Drache keine Beine. Ja, gibt es ja auch noch einige Drachen mehr bei Drachenzähmen leicht gemacht, die keine Beine haben. Na, ähnlich wie zum Beispiel der Holzklau oder der flüsternde Tod. Ja, und diese Schrecken der Meere werden wahrscheinlich starten und landen im Meer. Und drum brauchen die auch keine Beine. Okay, ansonsten, das hier ist relativ einfach gemacht. Ihr seht's ja, ihr seht hier die Flügelrippen, die sind hier kräftig herausmodelliert worden, aber ganz, ganz einfach. Ansonsten ebenfalls genauso einfach, leider Gottes hier anmontiert. Das ist ein bisschen unschön, auch der Farbabrieb hier, aber es ist halb so wild. Ihr seht's ja eigentlich nicht von der Unterseite, also von dem her, ne? Gar nicht mal so schlimm. Ja, ihr seht schon, ist ein bisschen einfacher farblich gestaltet als Kotz und Dirk, aber nichtsdestotrotz auch ein richtig, richtig schöner Drachen. Vor allem sehr, sehr außergewöhnlich, sehr ungewöhnlich und großartig, dass Marukatsu auch diesen Drachen hier in sein Programm aufgenommen hat. Finde ich großartig. Ja, zur Größe. Das möchte ich euch natürlich auch gleich zeigen. So, wir haben hier eine Breite von circa, ich sag mal 16,5, 17 cm in etwa. Kann natürlich variieren, weil es plastisch ist. Und von der Länge sind wir ungefähr bei 14,5 cm, wenn ich das Hinterteil noch ausstrecke. Augenblickchen, ja, da kommen wir auch bis zu über 17 cm. Ja, also je nachdem, wie ihr das Teil hier hinbiegt. Aber schon echt sehr schön. So, ich stelle mal hier hin und stelle Kotz und Wirk mal daneben. Dann habt ihr auch gleich einen etwaigen Größenvergleich. Sind also in der Länge in etwa gleich. Dann stelle ich natürlich auch noch hier ohne Zahn dahinter. Ja, ohne Zahn wirkt hier natürlich echt massig dagegen. Obwohl die beiden Drachen links und rechts viel, viel größer sind als ohne Zahn. Ihr seht es ja hier. Aber das ist, wie schon gesagt, alles halb so wild. Wenn man sich hier an Maßstäbe halten würde, dann wäre ohne Zahn ja ziemlich klein geworden. Oder die beiden anderen extremst groß und natürlich dann auch wieder entsprechend teuer. Ja, also das nur dazu, damit ihr so in etwa einen Vergleich habt zwischen den Drachen. Und wenn wir schon dabei sind, noch ganz kurz zu Kotz und Wirk. Kotz und Wirk hat hier eine Länge, wenn ich es einfach nur ganz grob so messe, so 15 bis 16 cm in der Länge und eine Breite von ca. 10,5-11 cm. Okay, jetzt zurück nochmal zu unserem Seeschocker, zu unserem Schrecken der Meere. Auch ihn stelle ich jetzt hier auf meinen Tisch, lasse noch ein paar Runden drehen und erzähle euch noch ein paar Fakten zu diesem fantastischen Drachen. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Toys and Many More fürs Schicken. Wenn ihr den kaufen wollt, schaut einfach mal auf seine Webseite, vielleicht hat er schon drin. Wenn nicht, schreibt ihn an, sehr, sehr netter Händler, der euch garantiert gerne weiterhilft. Als nächstes werde ich jetzt noch den Wolkenspringer auspacken, auch auf den bin ich tierisch gespannt. Also das, was ich jetzt 2015 von Marukatsu bisher gesehen habe, ist einfach nur als fantastisch zu bezeichnen. Großartiger spanischer Hersteller und ich hoffe, dass tatsächlich vielleicht echt noch ein paar Drachen dieses Jahr auf den Markt kommen. Alles klar, ihr Lieben, das war's von mir, das war's von eurem Rupi. Ich sag schon mal ciao, tschüsschen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Fakten zu diesem Drachen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video zu Wolkenspringer. Hey! Der Schrecken der Meere gehört zur Gezeitenklasse. Sie haben zwei Köpfe und erinnern vom Design an einen Manta-Rochen. Schrecken der Meere oder Seeschocker können fliegen und schwimmen und sie lieben Fisch. Sie sind sehr, sehr groß und ein Schrecken der Meere kann zum Beispiel ohne Zahn problemlos auf dem Rücken tragen. Sie geben elektronische Schocks ab und schießen Blitze ähnlich wie ein Skrill. Und wie ich schon erwähnt habe, sie haben ebenfalls keine Beine, ähnlich wie der Flutsegler, der Holzklau und der flüsternde oder brüllende Tod. Die fantastischen Schrecken der Meere werden auch Seeschocker oder Ozeanzapper genannt.